Hallo meine Lieben, hier ist nochmal Sabine. Ja, ein Thema, das eigentlich im Moment ja aktuell sein müsste, aber irgendwie bei den Leuten natürlich nicht so aktuell ist, aufgrund vieler anderer Sachen, die sich so abspielen, ist ja eigentlich das digitale Geld, also der digitale Euro. Also die CBDCs, also das Central Bank Digital Currency, also das digitale Geld, ist ja eigentlich jetzt was, was groß im Kommen ist, was eigentlich jetzt so auch ja im Hinterzimmer quasi der Geschehnisse der Welt so durchgeführt wird. Also 1.11. Letzten Jahres wurde ja die Testphase quasi jetzt so eingeläutet und die meisten Leute wissen einfach überhaupt gar nicht, was das eigentlich ist oder was es damit auf sich hat. Und dann guckt man so ins Internet und das habe ich jetzt einfach mal Interesse halber auch gemacht. Also ich habe mich damit schon beschäftigt, aber ich habe mir mal so angeguckt, was so auf der Seite von der EZB darüber steht. Also die Europäische Zentralbank hat eine extra Seite dafür eingerichtet, häufig gestellte Fragen zum digitalen Euro. Und da wollte ich jetzt einfach mal so durchgehen, was da alles so drin steht und wie verrückt das eigentlich ist. Und ja, wie man auch wieder sieht, wie dort Sachen dargestellt werden, die einem irgendwie verkauft werden sollen, so wie Sauerbier quasi, obwohl man natürlich weiß, dass das alles ganz anders ist. Also ich lese euch das einfach mal so ein paar Stichpunktarte so durch, damit ihr mal so euch das angucken kann. Der Stand ist 13. Juni 2024, also relativ aktuell haben sie das halt irgendwie nochmal abgedatet. Also Frage 1. Warum braucht Europa einen digitalen Euro? Und dann steht da, die Digitalisierung verändert unser Zahlungsverhalten. Der Anteil der Barzahlung geht zurück und die Corona-Pandemie hat diesen Trend in Richtung Online-Shopping und digitalen Zahlungen noch beschleunigt. Ein digitaler Euro wäre eine elektronische Form von Bargeld für die digitalisierte Welt. Damit hätten die Verbraucher die Möglichkeit, neben Banknoten und Münzen auch eine digitale Form des Zentralbankgeldes zu nutzen. Ganz ehrlich, erstmal beim Online-Shopping benutzt man nun mal kein Bargeld, also dafür braucht man da nur keinen Ersatz. Und es gibt ja schon Kreditkarten, nicht? Also wir alle kaufen im Internet ja schon ein mit Hilfe von Kreditkarten oder mit PayPal oder mit irgendwelchen Klarna-Apps oder mit sonst was. Also dafür ist es nun kein Grund, um zu sagen, irgendwie der Anteil der Barzahlung geht zurück und deshalb ist dieser digitale Euro jetzt ganz toll und Corona hat da auch sein Teil beigetragen. Ja, warum wohl, nicht? Weil einem da erzählt wurde, Bargeld ist schmutzig und man kriegt davon irgendwelche Krankheiten. Also das finde ich schon mal so verrückt. Hier steht zum Beispiel auch weiter. Ein digitaler Euro wäre eine Neuerung, die uns den Alltag erleichtern würde, weil er überall als digitales Zahlungsmittel akzeptiert werden würde. Und man könnte ihn in Geschäften online benutzen. Also Kreditkarten gehen auch online, nicht? Und das ist im gesamten Euro-Raum und in der ganzen Welt eigentlich anerkannt. Mittlerweile kannst du in jedem komischen kleinen Kiosk mit Karte bezahlen, wenn du es denn möchtest, nicht? Also wer irgendwie digital bezahlen möchte, also jetzt quasi, ich sag mal, das ist eigentlich alles virtuell, weil ich das Geld ja nicht in der Hand habe. Also für mich ist irgendwie virtuell was, was ich nicht wirklich in der Hand habe, was irgendwie so da ist und irgendwie so im Internet rumschwirrt oder halt was ich in die Hand nehmen kann, das ist Bargeld. Und mit diesem Ganzen, was nicht wirklich da ist, kann ich ja schon ewig bezahlen, nicht? Also ich brauche da ehrlich gesagt nichts Neues. Dann, jetzt kommt es aber richtig, also die ganzen Fragen sind, es ist einfach der Hit. Aber wie gesagt, es geht noch weiter. Darüber hinaus würde ein digitaler Euro die strategische Autonomie und die Währungshoheit des Euroraums stärken, weil es das insgesamt das europäische Zahlungsverkehrssystem effizienter macht, Innovation fördert und das System widerstandsfähiger gegen potenziellen Cyberangriffen oder technische Störungen macht. Also dieses so ein Gelaber immer, nicht? Also strategische Autonomie und würde stärken und ne, das ist alles ganz toll und Innovation wird gefördert und so weiter, als wenn man das überhaupt weiß, was das damit überhaupt zu tun hat. Und die Sache hier, Cyberangriffe, kommt als letzter Punkt, ganz zum Schluss kommt nämlich, dass der digitale Euro natürlich ja gefährdet ist durch Cyberangriffe. Am Anfang steht aber, es ist besser gesichert gegen Cyberangriffe als was? Als Bargeld? Nicht? Also wie gesagt, das ist ganz egal, aber das ist die erste Frage. Die zweite Frage, wie könnte, das war ja eben schon mal kurz erwähnt, ein digitaler Euro zur strategischen Autonomie Europas beitragen? Also das wäre eine Zahlungslösung für den gesamten Euroraum unter europäischer Führung. Ja, der gesamte Euroraum unter europäischer Führung. Wovon sollte der Euroraum denn sonst geführt werden? Ich meine, wir wissen ja von wo eigentlich Europa geführt wird, aber was soll so ein Satz, nicht? Also, aber egal. Er könnte dazu beitragen, die Abhängigkeit Europas von nicht-europäischen privaten Zahlungsdienstleistern zu verringern und würde deren marktbeherrschenden Stellung entgegenwirken. Also ich meine, das sind halt Kreditkarten, nicht? Das sind Big Tech, die da irgendwie oder diese ganzen Firmen, die halt auch aus Amerika oder sonst woher kommen und uns halt diese Kreditkarten zur Verfügung stellen. Aber da wird so getan, als wenn wir unabhängig werden wollen von denen. Ist ja nur überhaupt gar nicht wahr erstmal und wir wollen ja noch nicht mal von Amerika unabhängig werden, nicht mal in politischen Sachen, aber bei diesem Geld wird jetzt so getan, als wenn wir dann irgendwie durch diesen digitalen Euro komplett unabhängig werden würden, weil das einfach viel besser ist. Also ist viel besser. Und so weiter. Lalalala. Ja, das ist auch wieder so ein schöner Satz. Mit einem erfolgreichen digitalen Euro könnte Europa auf internationaler Ebene eine Vorreiterrolle im digitalen Finanzwesen und bei digitalen Zentralbankwährungen übernehmen.
weil alles andere, was wir mal eine Vorreiterrolle hatten, nicht irgendwie in Technik und Entwicklung und Handel und so weiter, das ist natürlich futsch und auch Moral und solche Sachen. Also wie gesagt, das ist alles futsch, aber jetzt könnten wir das da schaffen. Wird zwar nicht näher erklärt, warum, aber ist einfach so und hört sich auch gut an, nicht? Also das ist wirklich so, da schreiben immer, glaube ich, so Leute, die wirklich auch so Werbeprospekte gerne schreiben, nicht? Wo immer so völlig sinnentleerte Sachen drinstehen. Also hier, will ein digitaler Euro das Bargeld ersetzen? Und das ist doch einfach... Nein, er würde das Bargeld ergänzen, aber natürlich nicht ersetzen. Ja, genau. Deshalb machen auch überall schon die Banken zu. Die Geldautomaten werden immer weniger, weil wir das Bargeld nicht ersetzen wollen. Nicht? Und immer mehr Läden nehmen kein Bargeld an, obwohl es angeblich ein Gesetz dafür gibt, dass man es annehmen muss. Aber ist ganz egal. Also das wird natürlich niemals das Bargeld ersetzen. Also erstmal nicht, nicht? Aber wenn es dann ja keiner mehr benutzt, ne, außer so 20% Schwurbler, da wird gesagt, das lohnt sich einfach nicht. Wir können ja nicht für so ein paar Leute irgendwie Geld drucken. Wir haben doch auch den digitalen Euro. Also regt euch nicht so auf, stellt euch nicht so an. Das ist eine super Sache. Ihr braucht euer Bargeld nicht mehr. So wird es nämlich laufen, aber ist natürlich ganz anders. Wäre ein digitaler Euro eine alternative Währung innerhalb des Eurosystems? Nein, wird es natürlich nicht. Das ist, braucht man auch gar nicht weiter drüber reden. So, wie ist der aktuelle Stand? Ja, wie gesagt, nicht 1.11.23 war die Testphase, aber es wird natürlich alles durch Gremien beschlossen und das wird alles noch abgestimmt und so weiter. Und die Europäische Kommission, auch ihrerseits eine sehr demokratische Einrichtung, die hat schon mal einen Legislativvorschlag gemacht. Der muss natürlich aber erstmal die ganzen Stufen durchlaufen, aber währenddessen läuft schon mal die Testphase sicherheitshalber. Frage 7. Wer ist am Projekt beteiligt? EZB und alle möglichen, das ist auch gut. Organisation der Zivilgesellschaft. Nicht? Das sind wahrscheinlich wieder so ausgesuchte Organisationen der Zivilgesellschaft, weil der normale Bürger wird ja nicht gefragt, ob er das will oder nicht, nicht. Der ist ja auch nicht so wichtig. Also es wird alles ganz genau ausgetauscht, abgestimmt, blabliblablö. Wer könnte die digitalen Euro verwenden? Nicht? Also Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Stellen. Und da kommt es nämlich dazu, da steht dann auch drin, dass öffentliche Stellen, Handel und überhaupt der digitale Euro dann angenommen werden muss. Also er muss akzeptiert werden. Wenn er akzeptiert werden muss, weil es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist, bedeutet das aber auch, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwelche Leistungen bekommt, das heißt Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Rente, Erwerbsunfähigkeitsrente oder auch irgendwelche Sachen aus den Sozialkassen, muss man, wenn sie einem das in digitalem Euro geben, annehmen, weil es ein offizielles Zahlungsmittel ist. Da kann man nicht sagen, ich will das nicht, nicht, sondern du musst es annehmen. Nicht? Das bedeutet das nämlich andersrum, weil es ist immer so schön formuliert. Ja, also wenn du das dann hast, dann überall kannst du damit bezahlen, weil die anderen müssen es annehmen. Ja, du aber auch. Nicht? Ganz einfach. Blabliblablö, gelaber, gelaber. Was hätte die Bevölkerung von einem digitalen Euro? Das ist eine Zahlungslösung für jede Gelegenheit. Nicht? Also überall kannst du das die ganze Zeit benutzen. Nicht? Allgemein akzeptiertes digitales Zahlungsmittel, das kostenlos verwendet werden könnte. Also das könnte auch immer, nicht? Also könnte. Nicht? Die Menschen hätten dann die Möglichkeit, auch digitale Zahlungen von einer Zentralbank ausgegebenes Zahlungsmittel zu verwenden. Das steht online und auch offline zur Verfügung. Wenn irgendwas offline zur Verfügung steht, ist das natürlich eine tolle Sache, so wie Bargeld, nicht? Auch eine tolle Sache, nicht? Aber man könnte natürlich auch einfach auf andere Art und Weise mit irgendwelchen Apps sich Geld auf seinem Handy offline verfügbar machen, was dann irgendwie ausgegeben werden kann. Dafür brauchen wir keinen digitalen Euro. Gibt es auch andere Lösungen, die angeboten werden könnten. Dafür brauchen wir nicht extra neues Geld, das ausgegeben werden muss und so weiter und so fort. Das ist natürlich einfach kompletter Unsinn, also das als Begründung irgendwie zu benehmen. Offline bezahlen ist natürlich super, weil es auch manchmal kein Internet gibt. Auch mittlerweile gibt es ja fast überall. Also man kann ja unterwegs sein, wo man will. In Kambodscha hatte ich besseres Internet als hier in Deutschland zum Beispiel, ne? Oder in Vietnam. Und auch sonst, also selbst auf den Bahamas, auf den hinterletzten Inseln, also außer wenn du jetzt ganz weit weg bist vom Land, aber da kannst du eh nichts kaufen, ne? Da hast du Internet und kannst damit irgendwas bezahlen. Und dazu wollte ich sagen, auf den Bahamas war übrigens die erste Ecke, schön dicht zu Amerika, da sieht man auch, wo die ganze Sache wieder herkommt, wo dieses digitale Geld ausprobiert wurde. Das haben sie eingeführt schon vor ein paar Jahren und da gibt es dann so verschiedene Stufen. Ich habe mir das mal aufgeschrieben. Es gibt zum Beispiel so die Basic, da hast du 500 Euro Holding, also du darfst 500 Euro halten und Transaktionen machen bis zu 1000, also Dollar. Bahamariensische Dollars. Das kannst du machen, ohne dass du erstmal komplett durchleuchtet und überprüft werden musst. Das ist einfach so eine Sache, die kannst du haben. Wenn du aber zum Beispiel die nächste Stufe haben willst, das ist 8.000 Holding und 10.000 halt als Limit, mit dem du halt Geschäfte machen kannst, dann musst du aber erstmal verschiedene Stufen durchlaufen und es muss genau geguckt werden, wer du denn bist und was du denn bist und bist Geldwäsche, nicht? Also Geldwäsche soll ja absolut verhindert werden. Dass Geldwäsche nicht von so kleinen Leuten wie dir und mir betrieben wird und auch nicht von irgendwelchen Pizzabäckern oder so, sondern im Endeffekt durch Kriege, Subventionen und ähnliche Dinge vonstatten gehen, das lassen wir mal ganz beiseite, nicht? Also wir sind die Geldwäscher vor dem Herrn und das muss halt dadurch auch eingeschränkt werden. Deshalb muss man selbst vor so einer Sache durchleuchtet werden. Wenn ich das nächste Mal auf den Bahamas bin, werde ich dann natürlich auch die Jungs mal fragen, ob die sich irgendwie damit auskennen, ob die davon schon Erfahrung gemacht haben, seit wann das läuft und wie das alles so ist, weil das ist natürlich nur das, was man im Internet findet. Und ich frage ja immer lieber selber nach, nicht? Und gucke mir Sachen selber an. Also, jetzt kommt es richtig gut. Ein digitaler Euro wäre so gestaltet, dass er mehr Privatsphäre bieten würde als andere digitale Zahlungsmethoden, die es üblicherweise tun.
Ja, vielleicht von irgendwie Visa oder Google oder ich weiß nicht was, wenn das so wäre, nicht? Aber die Regierung, die weiß genau, wofür ich meinen digitalen Euro ausgebe, nicht? Das ist keine Privatsphäre, das ist kontrollierte Privatsphäre, wie es in China so ist. Da wird gesagt, alles ganz privat und keiner weiß irgendwie, was du machst, weil das ja so gut ist wie Bargeld sozusagen, nicht? Aber im Endeffekt wissen sie natürlich, wo du dein Geld für ausgibst. Und dann kommt das gleich noch weiter. Also man kann Personen nicht anhand ihrer Zahlung identifizieren. Ich lache mich weg. Dieser digitale Euro ist programmierbar. Kommt gleich noch, dass es ja angeblich nicht ist. Aber wenn er es nicht wäre, bräuchten wir ihn ja nicht. Dann könnten wir genauso gut weiter mit Kreditkarte, mit irgendwelchen Apps, wo man sich Geld draufladen kann oder mit Bargeld bezahlen. Es geht bei diesem digitalen Euro natürlich darum, dass er programmierbar ist. Aber hier wird einfach gesagt, man kann die Leute nicht identifizieren. Und hier kommt das nämlich als nächstes. Intermediäre ist nicht so wichtig. Ist ein digitaler Euro denn überhaupt privat und kann er programmiert werden? Nein, er wird niemals programmiert werden, steht hier. Nicht? Ein digitaler Euro wäre unter keinen Umständen programmierbares Geld. Unter keinen Umständen. Ja, die Umstände können sich ändern. Nicht? Ist ja öfter so, nicht? Ich meine, die Grünen haben ja auch gesagt, keine Waffen in Kriegsgebiete. Nicht? Dann haben sich die Umstände geändert und plötzlich sollte man doch Waffen in Kriegsgebiete. Also das kann unter keinen Umständen irgendwie programmierbares Geld werden. Das ist natürlich Mumpitz wie alles andere auch. So, wir waren aber bei den Fragen jetzt erst bei Nummer 7, ne? Bei Nummer 7. So, Nummer 8 ist dann, wer könnte den verwenden? Alle können ihn verwenden, nicht? Was hätte die Bevölkerung davon? Welche Vorteile hätte der Handel? Ja, der Handel hat auch einen tollen Vorteil, nämlich ein digitaler Euro könnte zu einem höheren Umsatz für den Handel führen, weil die Leute schneller einkaufen können und sich schneller fürs Einkaufen entscheiden, weil sie sich also sicher fühlen, nicht? Also dann haben die einfach noch mehr Lust einzukaufen, nicht? Also praktisch, weil die Leute sollen ja auch nicht sparen. Und das ist ja auch das Ding bei diesem programmierbaren Euro, wenn er denn programmierbar ist, auch wenn behauptet wird, er würde nicht programmiert werden, dass man natürlich dieses Geld halt auch jederzeit löschen kann. Nicht? Dass es halt auch programmierbar ist, bis wann es haltbar ist, bis wann es ausgegeben sein muss. Also man kann das eigentlich auch nicht anlegen und damit sparen, weil es halt jederzeit einfach ausgemacht werden kann. Ganz abgesehen davon nämlich die Cybersicherheit, nicht? Und die Stromausfälle, wo das ja so sicher angeblich sein soll. Es ist natürlich nicht sicher, weil wenn Stromausfall oder Cyberangriffe sind, kann natürlich das ganze System trotzdem kaputt gemacht werden. Erst recht, wenn du halt irgendwelche Holdings auf dein Offline-Dingens hast, das Restliche dann wieder irgendwo anders liegt und dann da einfach auch gelöscht werden kann. Was natürlich jetzt auch passieren kann, nicht? Aber wie gesagt, das ist keine Begründung dafür, dass es dann so viel sicherer ist. So, müssen die Menschen für die Nutzung des digitalen Euros zahlen? Nein, natürlich nicht. Das wäre es ja auch noch, ne? Aber wie gesagt, damit wollen sie die Leute auch locken. Man könnte Echtzeitzahlungen tätigen, die viel sicherer sind als zum Beispiel, wenn man mit Kryptowährung bezahlt, nicht? Weil Kryptowährungen sind laut Bundesregierung komplett unsicher. Sie haben zwar gerade, ich weiß gar nicht, für mehrere Milliarden Kryptos verkauft. Ich dachte, das ist unsicher und eine ganz schlechte Sache. Wieso haben die überhaupt gehabt? Aber ganz egal, nicht? Also ist jedenfalls viel besser. Ansonsten hat man natürlich dann eine Wallet auf dem Handy, wo man das Geld eingezahlt hat und kann entweder durch Referenzkonto oder durch Bargeld, solange es das noch gibt, nicht, das Geld darauf einzahlen. Also die Zahlungen wären jedenfalls immer sicher und werden sofort durchgeführt. Naja. So, blabliblablö, wie privat wäre er? Privatsphäre ist das Wichtigste, nicht? Also eines der wichtigsten Gestaltungsmerkmale des digitalen Euro. Nicht? Damit man dann ähnlich gut geschützt wird wie bei Bargeld. Aber wissen tut eigentlich nur noch der Staat, was man mit irgendwelchem Geld macht. Die anderen Leute nicht. Weil die anderen sind alle böse, der Staat ist aber gut. Gut, blabliblablö. Wie würde die EZB sicherstellen, dass ein digitaler Euro inklusiv ist? Jesus. So, wäre ein digitaler Euro? Nein. Niemals programmierbar? Nein. Weil das wäre nämlich, hier steht nämlich auch erklärt, was digitales Formen von Geld wäre. Zum Beispiel ein Gutschein, der im voraus festgelegten Zweck verwendet wird. Nicht? Der ist mit Einschränkungen verbunden, aber dieses digitale Geld natürlich nicht. Also natürlich nicht wie in China, nicht? Wo das festgelegt ist, wofür du dein Geld ausgeben kannst, wenn dann in deinem Social Score halt gesehen wird, oh, die hat schon wieder einen Flug gebucht, oh, die hat sich schon wieder irgendwas gekauft, was sie nicht kaufen soll, oder eine falsche Zeitschrift oder was Falsches zu essen oder sonst was, dann rutscht der Social Score irgendwie hin und dann kannst du das Geld nicht mehr so ausgeben, wie du es möchtest, oder es wird dir einfach gelöscht oder es wird gesagt, ja, du hast jetzt noch 100 Euro, nicht? Aber Sprit kannst du davon nicht kaufen, du kannst dir Äpfel davon kaufen, nicht? Weil Äpfel sind auch gerade da und die müssen weg. Also, nein, aber das wird natürlich auf gar keinen Fall so gemacht. Schon ein bisschen bliblablö natürlich noch. Ja, Finanzstabilität. Also, das ist ja unser, das auch der, unser Finanzsystem, in dessen Mittelpunkt das Bankensystem steht. Also, das sind die, die jetzt alle zumachen und die Geldautomaten abbauen. Funktioniert gut und das Eurosystem will die zentrale Rolle der Banken bei der effizienten Kreditvergabe an die Realwirtschaft beibehalten. Also, das Finanzsystem funktioniert gut. Ja, gut, das sei dahingestellt, nicht? Damit der digitale Euro aber wenige Risiken für das Finanzsystem birgt, hat die EZB die Gestaltungsaspekte beschlossen. Also diese Beträge, die man auf der Wallet haben kann, die haben eine Obergrenze. Dadurch ist nämlich sichergestellt, dass es ein Wertspeicher ist. Dadurch, dass du eine Obergrenze hast in der Wallet, ist es ein Wertspeicher.
Kann mir das jemand erklären? Nicht? Also ich darf nicht so viel haben, aber es ist ein Wertspeicher. Also die $500, die ich da meinetwegen auf den Bahamas habe, das ist der totale Wertspeicher, nicht? Na gut, egal. Die Verknüpfung mit ihrer Valid für den digitalen Euro mit einem Bankkonto würde es den Menschen ermöglichen, Zahlungen über den maximal haltbaren Betrag hinaus vorzunehmen und dann halt das mit dem Konto auszugleichen. Das ist bei einer Kreditkarte eigentlich genauso. Egal. So, wird natürlich nicht verzinst werden, ist ganz klar. Ne, 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 ne. Überall soll es gleich funktionieren. Das Regelwerk wird alles noch genau abgestimmt. Ist einfach der Hit. Dann ist die Sache, es ist, wie ist es überhaupt, auf was basiert es? Also ist es irgendwie Blockchain wie bei Krypto oder wie ist es? Das Eurosystem testet bei der Entwicklung eines digitalen Euro verschiedene zentralisierte und dezentralisierte Technologien. Auch die Distributed Ledger Technologie. Die Entscheidung ist noch nicht gefallen. Wer fällt überhaupt diese Entscheidung? Also wer fällt überhaupt einfach immer die Entscheidung in unserem Namen? Nicht? Also Leute, die wir nicht gewählt haben, entscheiden irgendwie, was mit unserem Geld ist, was mit unserem Leben ist, was mit unserem Körper ist. Die entscheiden da einfach drüber, weil sie das einfach können. Nicht? Aber die Entscheidung ist noch nicht gefallen, macht euch keine Sorgen. So, wären Zahlungen in Europa nach Einführung eines digitalen Euros anfälliger für Cyberangriffe? Ganz am Anfang stand ja, dass das sicherer ist, nicht? Dass die Cyberangriffe halt nicht so gefährlich sind oder man das nicht so gut angreifen kann wie andere Dinge, weil das alles halt ganz safer. Und hier steht jetzt, wie andere digitale Infrastrukturen könnte auch ein digitaler Euro zum Ziel von Cyberangriffen werden. Zur Minderung dieses Risikos würden bei der Gestaltung des digitalen Euros modernste Technologien zum Einsatz kommen, um ein zukunftssicheres Umfeld zu schaffen, das gegenüber solchen Angriffen widerstandsfähig ist. Also bla 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 bla. Nicht? Also was anderes ist es ja eigentlich nicht. Also schön formuliert von irgendeiner Werberfirma. Was unterscheidet, und jetzt kommt's, nicht? Jetzt wird ein bisschen irgendwas anderes geschimpft, was unterscheidet den digitalen Euro von Stablecoins und Kryptoassets? Also der digitale Euro wäre Zentralbankgeld. Hinter ihm würde eine Zentralbank stehen und er wäre so gestaltet, dass er den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer gerecht wird. Ich frage mich, was mit dem Bargeld, den Kreditkarten und den Kryptos sind. Die werden auch meinen Bedürfnissen gerecht. Ich will irgendwas kaufen und dann gehe ich damit los und kaufe das. Mit Bargeld oder mit der Karte oder mit Kryptos. Das sind meine Bedürfnisse. Andere Bedürfnisse habe ich da eigentlich nicht. Und ich möchte nicht, dass jeder weiß, was ich tue. In meinen Privatangelegenheiten rumschnüffeln. Ob ich mir jetzt Unterhosen gekauft habe, Bananen oder ob ich in Urlaub geflogen bin, mir ein Auto gekauft habe oder das Geld meiner Oma geschickt oder sonst was. Das geht keinem was an. Das ist mein Bedürfnis. Aber ob das damit gesichert ist, das wage ich zu bezweifeln. Also jedenfalls wird die Privatsphäre und der Datenschutz absolut gewahrt. Nicht? Und die Kaufkraft des Geldes muss erhalten werden. Das ist alles. Ne? Stablecoins hängen aber von vielen Faktoren ab. Von wem sie ausgegeben werden, wie glaubwürdig sie sind, dass der Wert des Geldes erhalten bleibt und so weiter. Private Emittenten können auch personenbezogene Daten für kommerzielle Zwecke nutzen. Das geht natürlich gar nicht, nicht? Also ansonsten macht es natürlich keiner, nicht? Wenn du meinetwegen umgemeldet hast zum Beispiel, kriegst du auch nicht plötzlich irgendwie ganz viel Werbung, nicht? Also verrückt eigentlich, nicht? Aber ganz egal. Und bei Krypto-Assets gibt es auch keine Instanz, die haftbar gemacht werden kann. Bei den Banken auch nicht. Das ist eine Einlage bis zu, ich weiß nicht, 100.000, ist irgendwie versichert. Und wenn mehr ist und die Bank ist pleite, dann ist deine Kohle trotzdem futsch, nicht? Also da kannst du auch keinen haftbar machen, nicht? Und wenn sich irgendwie dein Geld da irgendwie nichts auflöst, weil es irgendwie entprogrammiert wurde, dann ist es auch wieder eine Geschichte, die wieder ganz anders aussieht. Also wie gesagt, das sind so Fragen und Antworten, das bla bla und blub und eigentlich könnte, wollte, hätte und so weiter. Im Endeffekt ist es ja nun mal so, dass digitales Geld programmierbar ist. Da können Sie 100-mal sagen, dass Sie es nicht vorhaben. Sie hatten auch nicht vor, eine Mauer zu bauen. Sie hatten auch nicht vor, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Nicht? Also ich meine, Sie hatten auch nicht vor, irgendwelche Kriege zu führen und Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Also sich auf sowas zu verlassen, da muss man wirklich schon ziemlich hirnrissig unterwegs sein. Insgesamt ist es ja auch so, die Verpflichtung der Annahme, wie gesagt, das ist der zweite Punkt nach dem Programmieren, ist ja auch, wenn die anderen verpflichtet sind, es anzunehmen, bist du auch verpflichtet, es anzunehmen, weil es ein gesetzliches Zahlungsmittel ist. Du kannst nicht sagen, ich möchte das aber so und so haben, wenn die sagen, hier ist der digitale Euro. Ne? Am Anfang heißt es noch, ja, man kann sich eine Wallet einrichten oder man kann da irgendwie mitmachen. Ganz tolle Sache, um die Leute so ranzulocken. Das war ja auch mit dem Impfneid so, ne? Die Leute ranlocken und damit Bratwürsten. Aber wenn es dann irgendwie nicht läuft und die Leute das nicht wollen, kriegen sie es aufgedrückt. Das ist in anderen Ländern auch so. Guckt euch Nigeria an, guckt euch irgendwie Indien an, guckt euch irgendwie Thailand an oder auf den Bahamas. Da wurden die Leute auch nicht vorher gefragt. Nicht? Und wenn das erstmal da ist, dann können sie daran alles finden. Dann können sie sagen, wenn du nicht einen digitalen Euro hast, ja, tut mir leid, nicht? Dann geht das nicht. Und wenn du nicht einen Ausweis hast, dann geht dieses und jenes nicht. Als in Indien zum Beispiel die beiden größten Geldscheine abgeschafft haben, so quasi über Nacht und gesagt haben, ab morgen sind die nicht mehr gültig, dann sind die Leute alle los, wollten die tauschen in neue Scheine. Es gab nicht genug neue Scheine. Außerdem brauchtest du dann plötzlich einen Ausweis, um überhaupt an Scheine zu kommen. Die Leute hatten aber keinen Ausweis, weil sie nie einen gebraucht haben, mussten sich dann also einen Ausweis holen. Oh, wie praktisch, nicht? Und plötzlich haben sie alle Leute im Sack. Aber das ist natürlich in Deutschland unwahrscheinlich, nicht? Dann ist es natürlich sanktionierbar.
Nicht? Also wenn erstmal das Ganze programmierbar ist und geguckt wird, was du irgendwie kaufst, weil das ist, wie gesagt, diese kontrollierte Anonymität oder die kontrollierte Privatsphäre, dass der Staat sehr wohl weiß, was du tust, weil der muss das ja auch wissen. Nicht? Also der muss ja auch vorbeugen, den Anfängen wehren, wenn du dir vielleicht irgendwas kaufst, was du nicht kaufen sollst, nicht? Oder irgendwas damit tust, was du nicht tun sollst, oder das Geld jemandem gibst, der es nicht haben soll. Nicht? Also das ist auch so eine Sache und damit ist es sanktionierbar. Das heißt, also sie können halt gucken, was du damit machst und dich dafür bestrafen, wenn du nicht das machst, was du machen solltest. Dann ist es natürlich im Endeffekt ein Ersatz für Bargeld. Nicht? Weil es ist ja ganz einfach, wenn wirklich nur noch 20% oder 10% mit Bargeld zahlen, weil die anderen zu faul sind oder das nicht verstehen oder sonst was, dann werden sie irgendwann sagen, wir brauchen kein Bargeld mehr. Es lohnt sich nicht, dieses Geld überhaupt zur Verfügung zu stellen für so ein paar Hanseln, die das irgendwie noch benutzen wollen. Und dann wird das einfach aus dem Gesetz rausgestrichen. Nicht? Da wird das einfach beschlossen, dann geht das durch die Gremien durch und dann wird beschlossen, dass es doch kein Bargeld mehr gibt. Nicht? Also man kann das so schön vor sich, und außerdem auch, wie gesagt, Ablaufdatum. Nicht? Also wird gesagt, das ist so und so lange haltbar und wenn es dann programmierbar ist, kannst du natürlich alles reinprogrammieren. Nicht? Dann ist es dann abgelaufen, wenn du am Ende des Monats das Geld nicht ausgegeben hast, hast du halt Pech und das ist futsch oder du kannst es nur für bestimmte Dinge bezahlen, benutzen und so weiter. Und das ist eigentlich der digitale Euro. Das sind eigentlich so die Gefahren des digitalen Euros, die die meisten Leute halt nicht sehen. Und wenn sie dann solche schön formulierten Texte lesen, glauben sie natürlich auch, dass das alles so stimmt, wie es da drin steht und das, was sie rauslesen, natürlich auch das ist, was wahr ist. Weil wenn ich natürlich mir keine Gedanken machen will und wenn ich natürlich einfach den anderen immer glauben will, was sie mir erzählen, dann kann ich das lesen und sage, super Sache, nicht? Will ich auch haben, nicht? Ist ganz toll, nicht? Und wer das nicht haben will, muss ja nicht. Ja, das war bei der Impfung so, das war auch bei anderen Sachen so. Auf sowas kann man sich nicht mehr verlassen. Man kann sich auf das Wort von Leuten nicht mehr verlassen und erst recht nicht von Leuten, die irgendwie Macht in Händen haben. Nicht? Also die versprechen Dinge, Impfpflicht, keine Waffen, keine Mauer, ich weiß nicht was, und machen es nachher trotzdem. Also darauf verlassen würde ich mich nicht. Und wie gesagt, digitaler Euro hin oder her, das ist keine Art und Weise, mit Leuten umzuspringen, die einfach ja sozusagen vor vollendete Tatsachen zu stellen und die Leute gar nicht selber zu fragen, ob sie das brauchen oder nicht oder wollen oder nicht. Aber das ist ja in unserem Land immer so, dass wir nie bei irgendwas gefragt werden. Nicht? Also wir werden alle 4 Jahre mal gefragt, was heißt gefragt, nicht? Also wir kriegen da so eine Liste mit vorgefertigten Möglichkeiten, die dürfen wir dann brav ankreuzen. Und wenn wir da das Falsche noch ankreuzen und vorher das vielleicht jemandem erzählen, dann kriegen wir vorher auch schon einen auf den Deckel, weil wir dürfen zwar ankreuzen, was wir wollen, aber nicht, was wir wollen. Ist ja ganz klar, nicht? Also es heißt ja nicht nur, weil du nicht wählen kannst, was du willst, dass du nicht frei wählen kannst, nicht? Das ist ja nicht, das ist ganz was anderes. Also ich wünsche euch einen schönen Tag, ihr Lieben, nicht? Und also ich habe für den digitalen Euro nichts über. Ich finde schon eigentlich viele andere Sachen bekloppt, aber damit ist das ganze Tür und Tor geöffnet, dass jeder sich darüber ja sozusagen hermachen kann, was man kauft, wo man kauft, wie viel man kauft, wofür man sein Geld ausgibt und so weiter. Ich wünsche euch trotzdem einen schönen Tag, ihr Lieben, und